Willkommen zurück hier bei Squiddy. Ne, zumindest bei den kleinen Pixvögeln hier. Und ich suche den fünften letzten Mond, wo ich keine Ahnung habe, wo der stecken geblieben ist. Ob ich den echt irgendwo verpasst habe, weil das wäre schon selten Dämloch. Wow, genau der Ausflug, aber ich habe zwischengespeichert irgendwo und dachte mir so von wegen, ich will nochmal irgendwo anfangen. Genau, also ich weiß, hier hatte ich ja die ersten gefunden. Beziehungsweise glaube ich sogar den ersten. So wäre es vielleicht ganz klug hier anzufangen. Okay. Die hatte ich bereits alle einmal platt gemacht, oder? Jetzt nicht noch lang. Ja, super. Ich suche die ganze Zeit, da ist er ja. Okay, ich einfach so nichts. Da ist die Nummer 5. So, was gibt es noch Schönes? Aber hier hinten einfach total alles übersehen, ne? Gibt es ja wohl nicht. So. Oh. Und damit kommen wir weiter. Ach, ich habe einen seltsamen Vogel noch, ja, brauche ich noch. Wow. Okay, das war auch nicht mehr. Oh. Aber leben wir noch ganz schön. Und wir haben's geschafft. Cleverer Bombeneinsatz. It's me, Mario. Mamma mia. So, 6 haben wir. Wie viele fehlen noch? Bis zu Bowser. Konfrontation mit den Brutals. Och nö, nicht schon wieder. Ja gut, es fehlen eigentlich noch 2, war nachher direkt Bowser, könnte so, also 2. Ich glaube zumindest mal, dass 2 ja bereits eigentlich erledigt sein müssten, in dem Sinne würden noch zwei, die restlichen 2 fehlen. Ernsthaft? Gab's nicht, hey. Okay. Was machen echte Menschen hier? Okay, komm. Ja, kaufen bitte. Yeah, 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 yeah. Welcome. Wo ist das hier? Wieso Bowser die in seinem eigenen Land verkauft? Fragt mich nicht. Das ist mir zu hoch. Einkaufsbummel in Bowsers Festung. Ja, wir haben nichts besser zu tun, wa? So, habt ihr... Ja, ich weiß, bis jetzt bereits. Du hast sonst nichts mehr. Klamotten hast du irgendwie vielleicht noch Bowser-Klamotten oder so etwas. Samurai-Helm. Samurai-Rüstung. Ja, Chimaki. Happy! Los! Hix da! Sei so! Nee. Also in Bowser fighten will ich schon in Marios traditioneller Tracht. Alles kaputt machen. Wer bist du? Konnichiwa! Einen Samurai aus will ich auch nicht. Ich will kein Samurai sein, auch wenn du mir vielleicht dafür einen Power Moon geben würdest! Alter! Hier müssen noch einer hin. Hm. Egal, was ist das für eine Ausbuchtung? Das sieht alles ein bisschen seltsam aus. Alles irgendwie so. Egal. Turniershop und weiter geht's. Brutals! I'm here. Okay, Freunde, let's go. Machen wir die Brutals endgültig platt. Ja, wenn noch 2. Ja, ho, der Chef hat ihn nicht übertrieben. Was meint ihr, wer hat einen Kick? Da
Das macht ja gar nichts, denn ich werde der Familie der Brunels alle ihre Waren rausmerzen. Yeah! Wow. Also der dreifach verrückte Hutmacher. So. Wow, ist das sehr schwierig. Wahnsinn! Na, Kleiner? Definitiv ein paar Hüte zu viel, Kumpel. So, jetzt reicht's aber. Aua! Sind nur Radius! Und tschüss! Sacke Bums! Du hast ein bisschen übertrieben, aber naja. So, Brudelinchen, wie wär's mit dir, wa? Bist du die nächste Einsatz, die Mütze haben möchte? Ist gar kein Thema. Komm her! Yeah, die Hochzeit steht kurz bevor und der Chef macht sich da vorne im Turm schick für das große Ereignis. Ihr Bein hat aber besser schnell aus dem Staub, denn ihr steht nicht auf der Gästeliste. Brudel, yeah! Ja, komm mal her. Okay, faszinierend. Ey! So. Yep, du bist verrückt wie eh und je. Hast nicht viel getan, wa? Bringt nicht viel. Aua, wie ist er denn trotzdem getroffen? Du, 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 du. Lacht auch noch, Dreckiger! Hier steht's ja. Aua. Das kann man so schlecht. Aber auch nicht wirklich gut. Oh, ich bin doch eine Lady. Du bist ein Rudel. Und jetzt bist du weg. Ich habe leider drei Herzen verloren. Oh, welcher Schmach. Wäre es sich auch besser gegangen. Egal. Wir haben den Mund. Konfrontation mit den Rudels. Das wäre Nummer 7. Bowser! I'm here for you! Peach, halte durch, komm schon! Abrechnung in Bowsers Festung! Let's go, Freunde! Endlich werden wir den Haupthof erreicht! Ist das wahrhaftig? Werden wir auf das Ende zusteuern? Auch auf das Ende der Tesserakte? Keine Ahnung. Da drüben ist noch irgendetwas, okay. Ja, das können wir noch ein bisschen länger dauern. Also länger. Das ist viel zu hart.
bisschen Wasser. Ist da unten noch etwas? Vielleicht nochmal ein Powermond? Nö. Okay. Kuckuck, tschüss. Kuckuck, tschüss. Dankeschön. Danke fürs Mitnehmen. Schon besser. Nein! War hier dich schon wieder, Kleiner? Ich weiß gar nicht warum. Oh, jetzt weiß ich warum. Wow. Lass doch den armen Vogel in Ruhe. Ja, nee, ist klar. Okay, was bringt das hier unten? Offenbar nicht allzu viel. Du schon wieder. Mann, Mario! Das ist immer so lange brauchst, Alter. So. Jo! Moment, du bist verdächtig hier. Aber wir haben eine Kanonenkugel. Nirgends, alles schlecht. Achso, er natürlich. Doof, er hätte es natürlich gut machen können. Michael, please. Ja, ja. Ah. Tschüss! Du hast gewonnen, Bowser! Hasta la vista! Doofer. Du, hat doch irgendwo da oben gespeichert? Jo. Okay. Hey, Kleiner! Na, alles frisch im Schritt? Jo. Hallo, ich bin hier! Du bist du doof! Und das ist die Nummer 8. Ja? Dankeschön. War also nicht mehr hier. War wieder so ein Piepmatz. Piep die Matz. Wo ist der Piepmatz? Da ist der Piepmatz. Du, du, la, 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 la. Wir tanzen für Bowser, Bowser, Bowser. We are dancing for the Bowser! Für was tanze ich jetzt? Nein! Oh! Das ist mir die kochende Suppe falle. Dafür tanze ich. So, whoop. Nein! Ah, wollte gar nicht. Zumindest noch nicht. Aber jetzt schon. Zumindest nur noch ein paar. Nee, komm. Innere Mauer. Nur ein bisschen weiterklettern, sind wir bald da. Ja, ja, sehe ich schon. Ist das in der Röhre? Da war's noch aus. Da hat er was zu bedeuten. Ernsthaft, da ist alles? Wie enttäuschend. Hopp. Okay.
So. Menschen oben. Am Fuße des Turms. Du. Freunde? Ich glaube, der Fall gegen Bowser steht an. Und wie ansteht Peach auch da? Bowser, du bist platt! Das Outfit passt nicht! Hä? Der haut schon wieder ab? Du bist zu spät! Wir müssen leider weg. Unser Hochzeit findet auf dem Mond statt. Natürlich. Please, Mario! Willkommen! Au! Oh, voll auf die Fresse. Mamma mia. Auf dem Mond. Also? Ach du heilige Scheiße, es sind die Brudels! Die sind ja schlimmer als die Panzerknacker! Geht's noch größer? Heilige Scheiße. Was meinst du mit Bomben? Ja, schon verstanden. Nimm dies! Na, Brudels? Das ist ja wohl. Die fahren uns jetzt hoch. Aber warte, logisch, Mann! Das ist Holz! Mist! Ah, bin ich doof! Das sieht einfach nur scheiße aus, ganz ehrlich. Also ich noch stellen würde den Architekten verklagen, also hat er von doch selbst, ja. Wir haben Schieflage! So, Kumpel! Bruder weniger! Bruder! Ernsthaft? Ich meine, ihr seid ziemlich lahm. Wie kommt ihr auf die Idee, dass ihr ein Gegner für mich seid? Das ist wieder Schieflage, scheiße! Ah, nicht schlecht. Oh, der Piepmatz! Tschüss, Brudel! Da waren sogar nur zwei Brudels. Das ist doch bald schon ausgebrudelt. Okay, dann gehe ich lieber. Tschüss! Oh mein Gott, das ist der letzte Fight mit den Brudels. Also, ich hoffe zumindest. Ich habe das Gefühl, sie sind irgendwie sauer. Verstehe gar nicht warum. So, ja, ein paar Bomben, sollen sie doch fallen, fliegen und fallen. Fallende Fliegerbomben. Ja. Oh Mann, es ist so eine coole Musik. Denn es sind die Brudels. Wieso haben die getroffen? Wir kriegen dich, Mario! Na, okay. Mann! Okay, das ist gar nicht mal so... Ja.
Ja, das war jetzt ein bisschen schwieriger. Gut, wobei, ich glaube, er hat noch schwierig gemacht, war. Ich habe nur Zwischenstufen nehmen müssen. Ja. Entschuldigung, ich ziehe es nicht länger, ich weiß. Ist aber keine Absicht. Hätte auch rechts hochgekommen, ich Trottel. Nein! Oh, bin ich doof! Oh, Schwein gehabt. Nur noch einer. Müsste doch der Fette sein, wa? Oh, dafür ist er jetzt sauer. Also, es ist ein Seil, was sich so selbst bewegt. Dachte ich schon irgendwie. Mein Fernseher liegt jetzt gerade. Das hätte ich jetzt nicht geil gefunden. Oh, fast geschafft. Ah, ich kann jetzt mal rechts hoch, wa? Mit dem rechten Fuß erwischen, weil rechts sieht's ein bisschen einfacher aus. Wah! Was zum? Du 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 la 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 la. Okay, so geht's nicht. Und da bin ich schon oben und. Des Pudels letzter Auftritt. Oh, wir sind doch die Pudels. Das ist aber geil. Scheiße. Wir haben gegen Mario verloren. So. Drei weitere Power-Monde. Yeah, yeah, yeah. Abrechnung in Bowser's Festung. Ist das geil. So, Bowser ist auf dem Mond oder was? Also, ist der Mond das letzte Level oder wie darf er das verstehen? Ja! Wir waren so nah dran, jetzt hat Bowser sich zum Mond aufgemacht. Wir können mit der Odyssee verfolgen. Wir werfen auf den Globus da. Squeedy! Jo, Freunde, machen natürlich auch, aber jetzt nächste Folge wieder. Zurück hier bei Super Mario Odyssey, werden wir mit der Odyssey von der Erde zum Mond bewegen, aber ganz ehrlich, der Mond ist so fett da. Ein bisschen zu fett für meinen Geschmack, okay, aber wenn das ein ganzes Level sein soll, bin ich da glaube ich eine Weile dran. Naja, wie dem auch sei, mal vielen, vielen Dank fürs Zusehen, Freunde, und bis zum nächsten Mal bei Super Mario Odyssey. Vielleicht dem letzten Level fürs Finale, oder wird Bowser wieder abhauen, was hat alles noch geschehen? Naja, zumindest die Pudels sind jetzt weg. Hoffentlich endgültig. Und Mario gönnt sich verdienterweise ein Nickerchen. Tschüss.